Ich bin mal gespannt, wie ich mich bei Cortex am Ende schlafe. Schlafe vor allem, ja. Weil... Na gut. Da habe ich nämlich immer ein bisschen Probleme. Oh, komm mir das noch hin. Okay. Müssen wir uns oben drauf stellen. Und bin ich da eben eigentlich über die Dinger drüber gegangen? Kann mir das mal einer sagen? Wie ich mich bei Cortex schlage, weil da habe ich damals immer Probleme mit gehabt, weil ich hatte immer Probleme, den irgendwie einzuholen. Aber wir werden sehen, was sich da... wie ich mich da schlage. Schlafe. So. Oh nein. Was war das denn bitte? Och man, das hat doch gar nicht gedrückt. Na, es war klar, weil ich wieder keine Geduld hatte. Aber wir verlieren ja keine Leben, nur Lebenszeit. Ich hab geraged, dann hätte ich das noch geschafft. Mann. Ich bin geraged. Ich mag dieses Geräusch. Achso, ich muss hier hoch. Der Nitro-Kisten. Dieses Geblubberer. Ich möchte eine kaputt machen. Weil ich kann das nicht so zwischen den Dingern hüpfen. Das ist für mich zu schnell. Ich glaube, meine Mama macht... Kartoffeln. Ja, 25 hört sich auch gut an. Alter. Okay, da ist ein Checkpoint. Ja gut, ist ja jetzt eh pups egal. Wir müssen die Bonus-Dings ja nicht nochmal machen. Ah, das hätte ich geschafft. Ich mag übrigens Brühkartoffel. Ein paar Mal drauf rumspringen. Ja, da bin ich zu früh gesprungen. Ich weiß. Beziehungsweise ich habe die X-Taste nicht lang genug gedrückt. Oh, ey, stell dir mal vor. Genau du. Stell du dir mal vor. Das Spiel mit den Regeln von Crash 1. Also einmal sterben, alle Kisten neu holen.
Das wäre ganz schön arschig. Das war mir jetzt egal. Weil es sieht mir jetzt schon sehr nach Ende aus. Richtig? Yay! Gut. Sehr schön. Fehlen uns nur noch Rocket und Pack Attack. Na, no, so heißen die beiden Level. Keine Nachricht. Dann speichern wir gerade nochmal. Prozent. Könnte es hinkommen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent die lilanen Edelsteine bringen. Wären 4, 96. Auf jeden Fall, wir machen zuerst Pack Attack, holen da auch alle Kisten. Und bei Rocket holen wir nicht alle Kisten, damit ich euch dann die zwei verschiedenen Enden zeigen kann. Ah, und ich habe gar nicht nachgeguckt nach den Cheats, ob es welche gibt. Diese Musik. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist unfassbar. Okay, jetzt muss ich... Ah, mit X geht man nach vorne. Das Geile an der Musik ist, dass sie sich so aufbaut. Na, ich bin an einem unsichtbaren Gegenstand. Was? Warum? Ich kann aber an dem vorbeifliegen. Zurück. Ja. Also ich glaube, man darf auch gar nicht an die Isolierung kommen. Heiß. Doch, das riecht sehr nach Brühkartoffeln, was meine Mutter da fabriziert. Da ist den Checkpoint. Ich glaube, hier gibt es auch noch einen Raum, der ist voll mit Nitro-Kisten. Das war so knapp gerade, ne?
erste Checkpoint. Ganz wichtig. Wie viel ist nochmal? 13, 14. Da sind die Nitros, genau. Ich dachte, da wäre noch eine Kiste mit bei den normalen. Wow, das war so nah da dran vorbei. Und den habe ich gar nicht gesehen. Da ist schon das Ende. Wir dürfen einmal getroffen werden. Gut. Yes, alle Kisten. Da oben links war irgendwas falsch gerade. Da war ein Apfel, der wurde irgendwie mitgerissen. Keine Ahnung. Yes! Jetzt kommen wir zum letzten Level. Keine Nachricht. Wir speichern nochmal. So, Rocket. Keine Kisten holen. Dann wird das hier, denke ich mal, relativ easy. Schätze ich mal. Und ich schätze mal, das Level wird in Anführungszeichen einfacher sein als das, was wir eben gerade gespielt haben. Ich will ja keine Kisten holen. Nö. Ein Checkpoint nehmen wir schon mal mit. Yeah. Wissen wir wenigstens schon mal, was gleich auf uns zukommt. Da hat der Sound gefehlt. Nein! Da war doch schon das Ende. Verstehe es nicht. Eigentlich sollte das funktionieren, aber es tut es nicht. Hammer. Das heißt, wir dürfen jetzt gegen Cortex kämpfen. Ja! Mein Plan ist beinahe erfüllt. Es hat
habe ich die der Crash Bandicoot zu verdanken. Jen, was ist los? Was ist das? Er steht doch nicht etwa unter dem Knall. Crash, Cortex wird die Kristalle nicht dazu verwenden, die Welt zu retten? Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn die Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nimm ihn in die Kristalle ab! Engine, du Blödmann! Sie erzählt ihm alles! Wir sind wieder da. Ich entschuldige mich für die Störung. Crash, bring mir Kristalle!